Mein Gott. Ich habe noch nie gesehen, dass Lichtbringer so missbraucht wurden. Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zum großen Finale der totgeschworenen Kampagne von Let's Play 8-Bit Hordes. Also das Spiel heißt natürlich nur 8-Bit Hordes, aber das ein Let's Play ist, ihr wisst, was ich meine. Also, letzte Mission, Lichtwelle heißt sie, und wir lesen wie immer den Text. Die Schamanen haben das letzte Portalstück gefunden. Es wird vom Anführer der Lichtbringer, Paladin Gunther, bewacht. Das ist es, Commander. Entreißen Sie das letzte Portalstück seinen kalten, toten Händen. Unsere Infanteristen werden mehrere Monate brauchen, um das Portal wieder aufzubauen, sobald wir das letzte Stück gefunden haben. Sobald es fertiggestellt ist, werden wir ihre Landsleute in diese Welt bringen und unsere Gegner ein für alle Mal vernichten. So, Hauptziel, zerstören Sie alle drei Lichtbringerfestungen. Bonus, töten Sie alle 20 Paladine der Ehrenwache von Paladin Gunther. Ich wette, das wird bestimmt auf Zeit sein. Und weiterer Bonus, zerstören Sie alle 6 heilige Speere der Lichtbringer. Na dann, heilige Speere, das ist vermutlich deren Äquivalent zum Blizzard. Und jeweils gibt es einen weiteren Mana-Kristall. Mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich bin gespannt. Oh, welche idyllische Städtchen. Wäre doch schade, wenn das jetzt kaputt gemacht würde, oder? Production halted. Build more farms. Ja, schon klar. Gott sei Dank, keins auf Zeit. Sehr gut, dann bauen wir direkt einfach mal Farmen. Constructing. Und sammeln natürlich erstmal wieder unsere Trüppchen. Zack. Nummer 1. So, unsere Lufteinheiten wie immer auf Platz Nummer 2. So, Jungs, ihr macht das gerade aber ein bisschen ineffizient hier, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen du... Geh doch schon mal hier hinten hin. Ich muss einmal ein bisschen in die Richtung towern. Obwohl, ich könnte auch in die Richtung farmen. Na, komm her. Constructed. So, und dass ich mich erstmal ein bisschen fortentwickle. So, hier ist Ehrenwache. Ehrenwache, Ehrenwache. Da sind heilige Speere. Oh, Mist. Das ist wahrscheinlich dieser heilige Speer. Und der wird wahrscheinlich sehr bald runterknallen. Da muss ich auf jeden Fall natürlich auf Zack sein. Farm complete. Ja, komm, so. Zack. Constructing. Nichtsdestotrotz sollte ich natürlich nicht warten mit dem Einheitenbauen. Fällt mir gerade mal wieder erschreckend auf. So, und ach komm, Drachen bauen wir auch. Was Farm soll der Geiz? Na, zack, zack. Zack und zack. Bitte alle hier sammeln. Dankeschön. Ah, komm, und dich nehmen wir auch mit und dich auch. So, dann können wir nämlich direkt schon mal gucken, ob hier irgendwo Gegner lauern. Die dann natürlich gegebenenfalls vernichten. Moment, nee, den Bau breche ich mal eben ab. Ich baue dann lieber noch eine Farm hin, denn dann werde ich die Lodge einfach hier oben hinbauen. Da komme ich nämlich direkt da hinten dran. Das glaube ich auch schon mal definitiv ein bisschen besser wäre. So, wir preschen einfach mal. Kann ich einfach durch die Mauern durchrennen? Ja, geht doch. Reißen wir einfach mal ein bisschen was ein. Und gucken, dass wir direkt schon mal hier hinten hinpreschen. Moment. Ich will eben noch die Lodge hier aufbauen zumindest. Komm. So. Constructing. Oh, Moment. Ich muss ja eben schon meine Einheiten irgendwo hinbewegen, weil er jetzt losschießt. Oder auch nicht. Oder doch. Mann, schieß endlich, damit ich weiß, was Sache ist. Du Sack. Entschuldigung, aber das regt mich gerade auf. Ich mach das gerade echt ein bisschen nervös, dass er nicht schießt.
Egal. Ach, hätte ich gar nicht gebraucht. Egal. Oh nein, The Lodge. Vater, hol mal The Lodge. Nein, komm. Ach. Ach, Mist, das war doch die zwei. Shitter. Jetzt habe ich versehentlich die Markierung von all meinen anderen Einheiten gelöscht. Das ist doof. So, eine Sekunde. Haben wir gleich. Zack. Und ihr alle. So, geht doch. So, haben wir denn da unten noch was? Jetzt habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Fällt mir gerade mal auf. Oh, Gott sei Dank, nur dahin. March under attack. Harvester under attack. Alter, wie lange hält das denn? Boah, hätte ich nicht gegen anrepariert, hätte das vielleicht sogar meine ganze Lodge geplättet. Alter Falter, das ist böse. Lodge under attack. Nö, mehr ist da nicht, sehr gut. So, wenn er mal bitte so freundlich wird, meine lieben Leute. Production halted. Build more farms. Constructing. Production halted. Build more farms. Sehr schön, vielen Dank. Habe ich nur so wenig Geister? Eieieiei. Ach, guck an, noch ein Bogenschützen vergessen. Constructing. So, Moment. Die Lichtbringerfestungen sind da, da und wahrscheinlich da oben, okay. Na gut, ich würde sagen, ich sollte einigermaßen schnell Richtung Heilige Speere vorpreschen. Aber erstmal muss ich hier noch ein bisschen natürlich meine Defense stärken. Constructing. Watchtower complete. Constructing. Watchtower complete. So. Okay, auf jeden Fall wird das jetzt gerade ein zünftiges Gemetzel. Solange er jetzt hier nicht seine Lanze reinknallt und ich es übersehe, dürfte das aber trotzdem kein Problem sein. Denke ich. Ja, sah doch ganz gut aus. Moment, da sind noch ein paar Skelette. Wie es zu plättern gilt. Ich brauche definitiv... Oh, ich habe einige Geister verloren. Das ist nicht gut. Ich habe auch viel zu viel Geld gerade. Stelle ich mal wieder erschreckend fest. Deswegen... Moment, was brauche ich noch? Okay, auf jeden Fall... Berittene und auf jeden Fall einige... Zyklopen. Aber kann sowieso nicht schaden. So, und jetzt sollte ich mal meine Einheiten wieder in Bewegung setzen. Nicht, dass die mir jetzt gleich hier noch weggelasert werden von der blöden... von dem blöden heiligen Speer. Wieso weg. Autsch. Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe keinen einzigen verloren. Sehr gut, denn das lobe ich mir doch. Genau so soll es sein.
Und wunderschön ist es, wenn es dann auch genauso ist. Sollen wir hier hinten noch bitte die paar zerstören? Dankeschön. Und dann hier bitte auch noch die Türmchen plättern. Und zwar alle bitte. Danke. Oh ne, nicht die wieder. Ich hasse die so. Oh, ich hasse euch, Jungs. Echt. Ihr seid so ihr wisst, was ich meine. Was ist das denn hier? Als Flak oder was? Ach nee, das sind diese Speere. Ah, okay. Ja dann. Ich verliere aber gerade wieder mal Truppen ohne Ende. Was ich natürlich eher suboptimal finde. Aber nicht schlimm, wir haben es ja jetzt hier schon geschafft, alles zu plätten. Wunderbar. Alles gut. Ach, noch ein Skelett vergessen. Auch hier noch ein paar vergessen. Und leider jetzt zwei Drachen verloren, weil gepennt. Aber naja. Et küt halt so, ne? Et küt wie et küt. Kann ich den hier eigentlich zerstören? Diesen riesigen Oktopus? Und vor allem bringt's hier was? Außer Rum und Öre? So, komm, jetzt dürfen wir gleich aber mal alles haben. Ja! Mein lieber Horst, ist das was? So, dann bleibt mal bitte alle hier. Trefft euch mal da. Dankeschön. So, einmal bitte alles töten, was im Weg ist. Vielen Dank. Da bitte auch alles töten. Ah, jetzt kommt er aber hier aus allen Löchern angekrochen, wa? Und versagt trotzdem. Wegen meines Rekrutierungsprogramms von Bodenschützen. Ups. Soll ich den noch einen dazu packen? Besser ist das, ne? Constructing. Bitte einmal alle angreifen. Dankeschön. Nicht nur doof rumstehen. Was brauche ich denn noch? Watchtower complete. Erstmal braucht der hier eins aufs Maul. Komm, Frosty McFrost, das lässt du schon bleiben. Du verbedelst meinen Truppen nicht den Schädel. Oh cool, das friert ja auch Türme ein. Das ist ja geil. Das habe ich noch gar nicht festgestellt. Warte mal. Das lasse ich mal von meinen Drachen erledigen. Aber wobei, jetzt sind eh schon alle drin. Egal. Ach, guck an. Wieder ein paar Bogenschützen, die ich vergessen habe. Hoi, jetzt hat er aber hier aufgefahren. Mein Gott. Na, und ich stehe hier mal wieder mir selber im Weg. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mich gebäudetechnisch in diese Richtung hier fortentwickeln. Da kann ich nämlich gleich hier unten schön weiter mein Gold abbauen. Ne, ihr braucht den nicht angreifen. Stimmt, warum auch? Der tötet euch ja nur die ganze Zeit. Egal! Ui, mir gehen die Krieger aus. So, 30 sollten reichen. Ein paar Schamanen können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. So. Watchtower under attack. Ich finde das, also ich muss sagen, ein ganz großes Lob an meinen Kontrahenten hier, der nicht auf die Idee kommt, diese heiligen Speere gegen mich einzusetzen. Das finde ich sehr gut. Das ist löblich.
Und dass er mir weiter fleißig Bogenschützen bringt, damit ich keinen einzigen bauen muss. Komm, verzaubert sie. Ich brauche neue Bogenschützen. Ja! Und noch einer. Ja! Wunderbar. Und noch ein Bogenschütze. Sehr schön. Ach ja, ich wollte mich ja noch hier in eine gewisse Richtung entwickeln. Habe ich jetzt beinahe vergessen. Ach ja, ich wollte auch mit Sicherheit noch einige Drachen bauen. Huch, und ich wollte auch auf jeden Fall diesen Turm reparieren. So, ich würde sagen, damit mir diese Lanze nicht noch irgendwann zum Verhängnis wird, werde ich jetzt einfach mal, okay, kurz hier noch natürlich ein bisschen weiter bauen. Constructing. So, einmal bitte den platt machen. Dankeschön. Und neue Skelette rekrutieren. Auch dafür vielen Dank. Nein, nicht er, nicht er. Warum ausgerechnet er? Ach. Juhu, ich habe meine Micromanagement-Aktion gemacht. Geil. Farm complete. Sie hat tatsächlich eine Einheit das Leben gerettet. Ich werde bekloppt. Man könnte fast meinen, ich wüsste, was ich hier tue. Aber leider eben nur fast. So, bauen wir einfach mal hier eine Lodge hin. Und dann ist das Thema schon durch. Einmal gucken, wo genau der Limit steht. Oh ja, oh ja. Jetzt bitte rein. Ganz schnell rein mit euch. Sehr schön, alles. Ah, okay. Das war leider nicht ansatzweise so effizient wie gehofft. Aber liegt daran, dass ich einfach zu langsam war. Nicht, dass der Plan nicht funktioniert hat, denn der Plan war perfekt. Weh, einer sagt was anderes. Der Plan war absolut perfekt und wasserdicht. Nur die Durchführung war schlecht. Hoppa, ganz schnell weg, weg, weg. Und wieder hat es keinen erwischt. Sehr schön. So, Jungs und Mädels, bitte einmal alle kurz sammeln. Dankeschön. Und jetzt alle einmal reinpreschen. Vielen Dank. Danke vielmals. So, was brauche ich denn noch? Ich bräuchte ein paar Berittenen-Truppen. Moment mal, hier sollten noch mal mindestens zwei bitte hier mitmachen und dann ist es auch schon gut. Weil hier wird gleich alles gegrillt. So, die heiligen Speere haben wir gleich schon weg. Zack, wunderbar. Damit wäre das Thema auch durch. Ach, guck an, so viele Skelette, alle ohne Job. Dann geben wir dir noch meine Aufgabe. Holt diesen Greifen vom Himmel oder zerstört das Gebäude oder macht einfach beides. So, meine Fußtruppen schicke ich schon mal runter. Die schicke ich schon mal hier hin. Die dürfen sich gleich um die Basis da kümmern, während meine Drachen noch den Rest hier abkokeln. Zack. Und zack und zack. Hä, ich habe das gerade abgefackelt, oder? So, nee, ich bin kurz vorher doch noch weggegangen. Nein, ist weg. Ich wollte schon sagen. So, einmal bitte den wegknuspern. Vielen Dank. So, und was wartet denn hier auf mich? Ja, wieder sehr viele Bäumchen. Deswegen warte ich einmal kurz auf meine Luftunterstützung.
die sich um diese Bäumchen vorzüglichst kümmern dürften. Was brauche ich hier noch? Nö, das sieht soweit ganz gut aus. Allerdings, ein paar Geister kann man immer gebrauchen. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo auch mal meine Fußtruppen wieder dazukommen. Will ich die einfrieren? Ach, ich will sie einfrieren. Zack, und alle sind kaputt. So, erstmal das Wölkchen hier gegrillt. Ah, diese wunderschöne Basis. Wäre doch schade, wenn sie jemand kaputt machen würde, oder? Und sie ist weg. Ich finde das einerseits sehr gut, aber andererseits auch unfair aus Sicht des NPCs, weil ich kann ja jederzeit, falls der mir meinen Mana-Kristall zerstört, kann ich ihn jederzeit neu aufbauen. Aber der scheint das nicht zu machen. Allerdings macht es das auch ein bisschen einfacher. Für mich natürlich. Was jetzt auch nicht so furchtbar schlimm ist, oder? So, Leute, es dauert noch ein paar Minütchen, aber vom Skill her, denke ich, haben wir es locker geschafft. So, dann treffen wir uns einmal in der Stadtmitte. Ach, mein Näschen juckt. Entschuldigt bitte. Zack. So, einmal hier bitte alles abfackeln. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Unterwegs noch ein bisschen was rekrutieren. Jungs, ihr wisst, wie man das macht. So, jetzt treffen wir uns doch hier hinten, würde ich sagen. Machen wir natürlich erstmal die weg. Baue ich überhaupt noch was? Ja, doch, ich baue noch genug. Habe ich denn noch irgendwas? Warum baue ich eigentlich keine Katapulte? Wisst ihr was? Ist doch jetzt auch nicht richtig. Ich baue mal ein paar Katapulte und dann gucke ich mir mal an, wie die so sind. Ich glaube, ich habe die nämlich noch gar nicht getestet. Und da das jetzt die letzte Mission ist, wäre das doch extremst schade, wenn ich die nicht testen würde. Werden die gebaut? Fordert Werkstatt. Dann würde ich sagen, brauche ich doch mal direkt noch eine weitere Werkstatt, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Constructing. Ich habe hier meine Schurken. Die schicke ich einfach mal rein. Obwohl, nee, wisst ihr was? Die schicke ich einfach mal hier oben hin. Einfach mal zum Sterben. Und zum vielleicht was entdecken. Aber vorwiegend zum Sterben. Workshop complete. Constructing. So, ich bin nämlich bald schon wieder am Truppencap angelangt. Und wie schon bei 8-Bit Armies verdunkeln auch hier meine Lufteinheiten so langsam aber sicher den Himmel, was ich sehr gut finde. Farm complete. Oha. Das ist ja süß. Hier noch meine restlichen Geister und Drachen holen. So, komm, jetzt habe ich schon mal ein paar Katapulte. Zieh schon mal alles hoch. Allerdings lasse ich es erstmal hier stehen. Ich will nämlich schon meinen Katapulten einmal hier reingucken. Ach, da ist ja noch gar nichts für dann. Ihr sammelt mal da ganz in Ruhe, macht das schon, ne? Die waren, glaube ich, nur gegen Gebäude gut, ne? Und gegen Einheitengruppen. Okay, das ist dann einfach nur die Form der Artillerie. Welcher Wachturm soll hier bitte angegriffen worden sein? Ich sehe hier keinen. Zumindest keinen, der angegriffen wird. So, wisst ihr was? Dann lasse ich euch einfach mal nach vorne rollen. Ihr kommt direkt alle hinterher. Oh ja. Das ist in der Tat sehr gut.
Allerdings will ich doch mitmoschen, denn ich brauche neue Bogenschütze. Constructing. So, einmal bitte alle rein. Ach, hier ist gar nichts mehr. Ja, dann. Gut, dann geht's ja schon aufs Hauptziel zu. Production halted. Build more farms. Farm complete. Dazu treffen wir uns alle in der Stadtmitte. Am Marktplatz. Hoffentlich kollidiert unser Termin nicht mit dem Wochenmarkt. Hahaha. Zack, und direkt wieder zwei neue Bogenschützen. Perfekt. Und die sind alle weg. Wisst ihr was? Ich mache einfach jetzt den Angriffsbefehl für alle und gut ist. Dann ist das Thema durch. Klappe zu, Affe tot. Da wird sich jeder schon sein Ziel suchen. Mein Gott. Ich habe noch nie gesehen, dass Lichtbringer so missbraucht wurden. Selten gedacht, dass mich Zerstörung jemals so zufriedenstellen würde. Also, die ballenieren noch irgendwo rum, die Katapulte. Und wir sind durch. Hurra! Mission complete. Bam. Wunderbar, damit sind wir durch die Kampagne. Ich freue mich sogar mit Gold. So, dann schauen wir mal für die Zukunft. Wenn wir nochmal durchspielen, hätten wir direkt 3 Mana-Kristalle zusätzlich von Start an. Ist schon übel. So, Ressourcen. 55.566. Wir haben 312 Einheiten produziert, 34 Gebäude errichtet, 701 Einheiten getötet und 102 Gebäude zerstört. Super, damit haben wir die Todgeschworenen-Kampagne durchgespielt. Alle Missionen erledigt. Mein bisheriges Fazit zumindest zu dieser Fraktion der Todgeschworenen. Die wirken ein bisschen OP, vor allem die Geister, wie gesagt, wegen dieser Auferstehungsnummer. Das ist echt schon übel. Andererseits sind die Truppen jetzt auch nicht so furchtbar stark. Ich bin gespannt, wie es sich mit der Lichtbringer-Kampagne verhält. Aber ich hoffe, ihr seid auch so gespannt. Und dazu müsst ihr einfach nur beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr könnt mir natürlich ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr die Folge auch nicht, die erste. Wenn es dann weitergeht damit. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Postet was in die Comments. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssikowski.